zurück sind wir wieder hier bei Pokémon Grün und der Chestlock Challenge. Sollte man hin und wieder auch mal erwähnen, ne? Und ich hab gerade schon geguckt. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, glorreiche zwei Pokémon zu fangen. Jungle hätte sogar vielleicht drei, wobei, ne. Hier kann man nirgendwo angeln. Aber gut, würde man sagen, versuchen unser erstes Glück. Und wenn zwei Beschüsse von der Gruppe Monster ist, dann könnten wir sogar ja Kamaup. Ich weiß nicht, was ich von Kamaup halten soll. Wir gucken einfach mal nach. Kamaup ist bestimmt nicht von Monster. Nee, es fällt. Ach, ich bin ehrlich. Feuer-Pokémon. Würde ich mitnehmen. Komm. Wir versuchen zu Glück. Holy shit. Beutel. Pokéball. Nur die Frage. Maup. Ist halt echt gar nicht so krass, ne? Aber ja. Machen wir zum Bauer. Jetzt ist unser zweiter Bauer. Lalalala. So. Okay. Macht da halt keinen Spitznamen hin, ist in Ordnung. Egal, egal. Wir wissen ja, was gemeint ist. So. Gut, wir hätten also einen Trainer, aber hier haben wir noch heute 25. Weil würde ich sagen, fangen wir noch direkt unser zweites Pokémon. Geht's da? Alles klar. Absolute Glaskanone, ne? Aber Blitzer ist schon. Schon nice. Aber ich finde halt nur Pokémon auf einer Eigruppe fällt. Das Problem ist, ich könnte Blitzer auch nicht zum Tor machen. Läufer auch nicht, weil er schon besiegt sind. Heißt eigentlich nur zum Springer. Und zum Bauern ja auch nicht, weil es schon weiterentwickelt ist. Guck mal, im Springer war 60er Attacks, ne? Donnerschock, Ruckzuck, Tief. Jetzt lernt ihr einfach mal ja nix. Doppelkick. Hat halt keinen Effekt, aber Nadelrakete. Die lernt halt auf Level 52 irgendwann mal Donner. Blitzer ist echt gar nicht so geil. Das Problem ist, wenn wir den jetzt zum Springer machen, haben wir keinen Platz mehr für einen weiteren Springer. Ich bin ehrlich. Wird nicht gefangen. Aber die Double Claws muss ich mir dem aufschreiben, weil. Weil doppelte Pokémon nehme ich ja nicht auf. Weil das finde ich irgendwie ziemlich langweilig, wenn ich jetzt halt Blitzer nochmal treffen sollte und dann nochmal die Möglichkeit habe umzufangen. Ist für mich persönlich die Double Claws so. Okay. Ja, ich würde halt lieber gerne ein paar Bauern mal fangen. Aber. Das war jetzt schon ziemlich ärgerlich eigentlich. So, mein Kamaup hier richtig einarbeiten. So. Zack. Und hier, du kannst auch mal ein bisschen noch rüber. So. So, mal gucken. Was kannst du denn? Du hast ein Item. Nehmen. Ja, gut. Hat er mir jetzt nicht angezeigt. Was? Egal. So. Höllertettel. Oh, du kannst auch gar nichts, ne? Ja, ich will sagen, kaufst halt was höher. Verhindert Anziehung. Okay. Natürlich wäre mal so eine Königin
enorm nice, ne? Sogar Maub, ich weiß jetzt gar nicht. Will ich Kamaub jetzt eben noch trainieren? Naja, ich bringe erstmal unser Girafarik ein bisschen weiter hoch. Weil hier haben wir noch ein paar Trainer, ne? Und dann gucken wir mal weiter. Ich muss meine Liste auch Atlasien anpuppen, die wir schon getroffen haben und hätten fangen können. Da haben unsere beiden einmal Giraffe und alles das andere. Was besser? Giraffe und Niplex, was ist das? Reh? Das ist eigentlich schon ganz witzig, ne? Ammonitas. Ja, wir bleiben drin. Da haben wir mit Konfusion wirklich echt eigentlich aktuell. Beste Wahl. Und warum kannst du Biss? Das ist kein Gebiss. So, schön. Level 16. Können wir eben wieder heilen gehen. Ich muss echt sagen, also, unsere Giraffe, die schlägt sich verdammt gut, ne? So, jetzt ist die Frage. Nehmen wir Kamaub ein bisschen, und die wir ihn vorne haben, und bringen einfach mal das passende Pokémon rein, ja, ne? Man muss echt hoffen, dass es gegen Misty nachher reicht. Ich muss auch gleich auf jeden Fall mal alle Routen aus X'en, die ich ja schon betreten habe. Also da ist auch unser Lavita zum Beispiel eine optimale Lösung. Lavita braucht echt einfach so viel. Alles klar, so viel Erfahrungspunkte, ne? Ja, paralysiert, okay. Darf ich jetzt endlich mal wieder angreifen? Warum so wenig Schaden? Es ist doch eine physische Attacke. Warte, dann mal eben. Lala. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, was eingewechselt, aber wir gehen noch auf Kamaub. Hell, okay. Doch hier. Typen. So. Schnapper. Konfusion. Und besiegt. Nice. So. Gucken wir mal eben. Bis zur dritten Gen waren. Normal, Kampf, Flug, Gift, Boden, Gestein, Käfer, Geist und Stahl. Physisch. Geist. Was? Geistangriffe sind physisch? Dein Ernst? Ja, kein Wunder, dass er so viel wenig Schaden gemacht hat eben. So, speziell haben wir Feuer, Psycho, Elektro, Pflanze, Wasser, Drache, Eis und Licht. Okay, das, das mit Geist war mir echt neu. Aber gut. Man lernt halt nie aus, ne? So, wir könnten ja eben mal gucken. Du hast natürlich. Ist ausgeglichen. Hier er natürlich einen physischen Angriff, der stärker ist. Das heißt. Ja. Er ist auch sehr ausgeglichen, aber auch mit 38, ne? Und er hier mit 40. Die sind echt verdammt stark. Das ist nice. Aber gut. Können wir mal nachgucken, was Kamaub eigentlich noch so lernen wird. Gut, er ist eben Bauer, wobei Kamaub, was ich hab da Kamaub eben aufgehabt, oder? Hätte ich nicht Kamaub immer noch aufgehabt. Ja, da. Auf Level 33 entwickelt er sich rein theoretisch, was wir aktuell nicht machen dürfen. Lavita. Aber wir können mal gucken, was er für Attacken lernt auf Gen 3. Auf Level 10 lernt er nicht Glut. Level 19 Intensität. Ist auch nicht verkehrt. Das mit der Geistattacke, das hat mich gerade echt verwirrt. Hätte ich nicht gedacht.
So, danke Pallas. Auch besiegt. Jetzt wieder. Ja, komm, gehen wir direkt auf Läufer. Wir können wieder Ultraschall haben, ne? Ach nein, Liebältere. Ah, okay, egal. Die haben so einen ähnlichen Namen, ne? Liebältere, und das heißt Wiebältere, glaube ich. Aber egal. Wir besiegen sie alle. Und wir kriegen viel zu viele Erfahrungspunkte. Ich sag's, gegen Misty sieht das nachher echt noch schlecht aus. Muss mich wahrscheinlich doch dazu durchringen, ein bisschen aufzuleveln. So. Blut. Ist aber nicht nett, danke. Und nicht verwirrt. Schade, komm schon, jetzt aber. Wird. Widerlich. Aber wir sind schneller, das heißt, wir haben den Sieg auch wieder in der Tasche. Sind stark angeschlagen, Kamop Level 10. Und ja, zwei Trainerkämpfe. Die reichen auch erstmal wieder. Müssen wir eben eine Paralyse und einen geringen KP-Stand wieder zurückholen. Man darf nicht vergessen, dass ich Tackle nicht benutzen darf, ne? Auch ganz wichtig. So. So, ganz schwach. Wir hatten doch. Kraftreserve, nein. Doppelteam, ja, Felsgrab. Könnte Felsgrab eigentlich jemand leeren? Maup. Stahlflügel, gut, 70er Angriff, würde aber auch keine lernen können, ne? Guter Angriff, aber gut. Da müsste man ja halt Flügel für haben, ne? Aber ich weiß gar nicht, wer als Stahlflügel lernen könnte. Und bestimmt noch ein paar Pokémon, die keinen Flügel haben, die das lernen können. So. Krebscore. Da gehen wir lieber sogar auf Damirplex. Macht Blubber, okay. Blubber ist ja gar nicht so schlimm. Ja gut, Einschläfern bringt absolut gar nichts. Aber lustigerweise ist das Erstaunen, wie ein physischer Angriff ist und wir den auch benutzen könnten. Wird auch gut schaden, aber natürlich Tackle mit 5 Basisstärke mehr und Stab ist natürlich unschlagbar. Jetzt zum Anfang hin. Man traut, dass keiner von uns, von denen irgendwie Ruckzuckieb oder so lernt. Wäre nämlich auch echt nice. Also das nächste Beste, was wir echt bekommen, ist jetzt Glut einmal und dann auf Lavita Felswurf. Was? Felswurf oder Felsgrab? Ah, ist nicht viel Schaden. Ah, senkt auch meine Verteidigung, gefällt mir auch gar nicht. Daher wechseln wir lieber mal. Der gute Purenta, der eine extrem coole Formel bekommen hat in Schild und Schwert und eine Weiterentwicklung. Hat er echt verdient gehabt. Also Purenta war ein cooles Pokémon. Echt lange gedauert, ne? Überlegt. Jetzt erst zur neuen Gen. Ja, ja. So, da haben wir auch Glut endlich gelernt. Da muss dieses Geist-Pokémon sein, ne? Oder? Ja. So, da können wir natürlich auf Lavita gehen. Mit Biss sollten wir da guten Schaden machen. Abschlag macht bei uns gar keinen Schaden. Nice. Und Schreck zurück. Alles klar. So, Level 17. Wie gesagt, bei Lavita, das dauert halt immer ein bisschen, ne? So. Ich glaube, wir haben noch 3 Trainer oder so vor uns. Ja. Und 2 Level 17er erst. Wieso bin ich überlegt, Misty mit Level 21? Damit gefährlich. So, ich könnte hier sogar eigentlich mit Glut gut was anrichten, oder? Ja. Also wir sind Feuer. Ja. Und Stein. Also neutralisiert sich wieder. Alles cool. Kamaup, ersten Kampf alleine bestritten und geschafft hier. Hubluff. Das ist der nächste Kampf für dich. Ja, wobei. Ja, wahrscheinlich eher weniger. Ja, nicht viel Schaden machen, oder? Ich sag's euch, ein Crit, ne? Und Schweine wieder. Muss man eine Wasserflasche. Ja. Weiß nicht, bist du eigentlich auch Gift? Ist Konfusion sehr effektiv? Gar nicht sehr effektiv, aber
Guter Schaden. So, immerhin alle Level 17. Schlupuk, ich wollte wechseln. Na ja, wobei, ne. Wäre eher das Kampf gewesen durch die Vergiftung. Nebulak. Kein Problem. Oder war es andersrum? Nein, Psycho war sehr effektiv auf. Nee, Psycho war sehr effektiv auf Gift, aber nicht auf Geist irgendwie, ne? Irgendwie so war das doch. Oh, warte mal. Wobei jetzt 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Ich hab's immer noch nicht überprüft, ne? Ob 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Das sind noch 5, ne? Nein, nur noch 4, okay. 3. 2. Es vergiftet nur noch bei 1. Okay, ich glaube, die Vergiftung geht echt nicht weg. Ah, das ist so ein Risiko. Ich glaube, müsste ich mir echt ein paar Gegengifte eigentlich auch kaufen. Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste einfach mal nachlesen. In welcher Edition das noch so war. So, ich glaube, ich müsste mal runterlocken, damit wir an das Item kommen. Nice. Das hat super funktioniert. Und dann sind wir hier fast durch, ne? Dick da. Ja, alle, sind alle Level 17. Das freut mich wirklich. Okay. Ich hatte echt Angst, dass das viel Schaden macht, aber. Der Tackle wird aber nicht so viel Schaden machen. Oh Gott. Die Dick da ist auch eine enorme Glaskanone, ne? Jurop. Da komm, wir bleiben drin. Wir sammeln ein bisschen Erfahrungspunkte mit Damien Plex. Aber Jurop sollte ja eigentlich nicht viel machen können gegen uns. Warum hat Tackle nicht getroffen? Kein Flinch, danke. Wir kommen der letzte Tackle noch. Und dann haben wir das auch gepackt. Ich meine, so ein EP-Teil wäre auch echt nice irgendwann mal, aber war auch noch weit von entfernt, ne? Ich glaube, ja, sind bei den letzten Trainer, glaube ich. Das hier per. So, dann. Der Läufer. Auch. Genau, ich kann senken. Genau. Ist so was Schlechtes, ne? Ich weiß nicht, wie die Leute sowas machen können. Hidoropi. Na, bleiben wir mal drin. Einfach nur ein cooles Pokémon. Natürlich. Ach, komm, einmal Genauigkeit senken, ne? Und schon treffen. Und will nicht mehr. Ist das dein Ernst? Komm schon, Spiel. Danke. So, komm. Jetzt noch einmal Konfusion. So, natürlich. Wie gesagt, einmal die Genauigkeit gesehen, ne? Ja, ich glaube, ich muss das Doppelteam doch irgendwo bei uns beibringen. Was wird die OP-Strategie schlechthin sein, ne? Einmal Doppelteam und schon trifft uns das ganze Team nicht mehr. Aber dann stehen auch nochmal zwei. Ich weiß nicht, ob das auch noch Trainer waren. Elekid. Ja, komm, da können wir eigentlich auch mal kämpfen, ne? Gegen Elekid sollte doch eigentlich funktionieren. So, Dieb, oh, 10 Schaden. Ah, ist schon. Ah, es brennt. Okay, jetzt mal eh weniger Schaden. Nice. Wie gesagt, Zusatzeffekte, ne? Echt oft durch. Nice. Level 13. Zwillicht. Gehen wir lieber auf Lavitar mit Biss. Ja, sollte ein bisschen mehr Schaden machen, ne? Ja, genau, das wollte ich sehen. Und wieder zurückgeschreckt. Wie gesagt, diese Zusatzeffekte. Holy moly, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Ich hab leider einfach drin. War noch ein Zwirrlicht, okay. Dann nehmen wir den auch noch mit. Mir ist auch echt aufgefallen für Turm, ne? Dass wir echt noch keinen Punkt getroffen haben. Wo der Turm
eine gute Alternative für uns wäre. So. Ja, wir helfen dir. Zack. Bip, 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 bip. Das fand ich bei der Games ne? So cool, dass sich einfach da komplett erschreckt hat. Fast gestorben. Aber naja. Ach ne, ich weiß jetzt, wer da vorne steht. Das ist Misty, oder? Oder ne, das war... Ach ne, das war damals in der... In der Goldenen, glaube ich, steht Misty hier. Und hat ein Date oder so. Und wir zerstören das ja, weil wir da einfach hinkommen. Ja, ja. Gut, dann haben wir das auch abgeschlossen. Ja. Also das Ding ist, ich würde zumindest sagen. Ja gut. Ihnen bringt es eh nichts. Ja, die drei jeweils alle noch auf 18 bringen, ne? Und dann würde ich wahrscheinlich mit Stufe 18 es gegen Misty versuchen. So, dann ne, zeig nochmal, was ich hätte hier alles noch fangen können. Ich denke mal 18, ja, ich weiß nicht, Misty Stami damals war Level 21, ich glaube, das davor war 18 oder 19. Weil sie konnte halt mit zwei Pokémon. Ist halt immer noch machbar. Ich meine, unseren Rivalen haben wir auch schlagen können. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich gegen den hier kämpfe, also hier kämpfen will, bei Level 7. Ist aktuell wirklich nicht das Nonplusultra, ne? Ich meine hier 44 Erfahrungspunkte, wow. Gehen wir hier ganz oben hin, gucken wir da mal eben, was da besser läuft. Ein Fündertruch. Okay. Ja, bringen wir einen Läufer. Das ist gar kein Problem. Was haben wir denn noch hier? Konfusion. Danke. Auch nur Level 8, ne? Ich glaube, da waren wir links in der Stadt besser aufgestellt. Wobei ein Fernator gibt gute Erfahrungspunkte, ne? Also ich glaube, links in der Stadt sind wir mindestens Level 10. So, aber egal. Wir brauchen noch Lavita und Damioplex. Ja. Dann werde ich die Folge wieder fertig und dann zur nächsten Folge werde ich mir das ganz mal überlegen, ob ich das Risiko eingehe oder nicht. Hm. Für den letzten Risiko haben wir auch wieder halt ein Pokémon verloren, ne? War nicht schön. So, komm. Mittag sollte eigentlich gute Erfahrungspunkte bringen. Und ich treffe echt viele Pokémon, die sich nicht weiterentwickeln können, ne? So, Maup hat auch 114 Erfahrungspunkte. Also Mittag bringt ordentlich was ein. Ich glaube, Geradax bringt auch nicht wenig. Aber ich könnte mir auch irren. Komm schon, zeig mir deine Power. Oh, echt wenig Schaden gerade fällt mir auf, oder? Haben wir bis schon hin und wieder Volltreffer, alles klar. Und Schreck zurück, alles klar. Was doppelter, ja, noch ein Volltreffer. Ist das dein Ernst? Danke. So, nur 91. Einfach so einen anstrengenden Kampf. Nicht genug eigentlich. Visinio. Also ich habe ein echtes Problem mit meinen Bauern dann, ne? Wenn ich halt immer noch weiterentwickelte Pokémon finde. Oder Pokémon, die halt sich nicht weiterentwickeln können. Werde ich meine Bauern nie voll bekommen. Wirklich. Aber bisher hatte ich verglichen, ne? Ja gut, die ich zu bauen machen konnte, habe ich zu bauen gemacht. Und das war's, ne? So. Mal eben kurz heilen, bevor Lavita jetzt stirbt. Aber wenn Lavita stirbt, ist vorbei. Und das sollte natürlich nicht passieren. So, hier. Ach, guck mal hier. Kira Farik. Ach stimmt, also hier habe ich auch hier auf der Route gefangen, ne? Jetzt, wo ich es sehe, erinnere ich mich wieder daran. Ja. So, Angriff sind stark, nicht schlimm. Aber Kira Farik müsste eigentlich auch gute Erfahrungspunkte bringen, oder? Oder haben wir unser Level up? Oh, 106. Oh nein, komm mit 100.
gering voran. XP-Fresser vom Feinsten, ne? Wenn ich EP-Teile irgendwann bekomme, den direkt Lavita, damit er einfach dauerhaft Erfahrungspunkte kriegt, weil er einfach so viel braucht. Sind ja nicht mal besser, wenn er sich weiterentwickelt. Dann noch schlimmer. Hätte man damals doch einen Raub gewählen müssen. So. Da haben wir Lavita auch auf Stufe 18. Und jetzt nur noch Laviplexe. Und dann bin ich eigentlich zufrieden. Aber ich mache Kamo bis dahin auch noch Level 15. Weil ihm hier fehlt doch ein bisschen was, ne? Jetzt wahrscheinlich direkt Statik, ne? Nein? Das wundert mich gerade. Also. Komm. Oh, gib mir doch einen Miltang. Warum kein Miltang? Aber Level 10 immerhin, ne? Oder irgendwer war nur Level 9. Wir senken deinen Angriff, du senkst unseren Angriff. Und da ist doch Statik. Ja, haben schon gewundert, dass es eben gekommen ist, ne? Aber ich bin ehrlich. So, komm schon, komm schon, komm schon. Danke. Ja, komm. Miltank, Miltank, Miltank. Rax, okay. Es gibt mehr als Visinio auf jeden Fall. Ich glaube auch mehr als Vati, ne? Dann heul du mal ein bisschen rum. Das ist gar kein Problem. Wir tackeln nicht zu Tode. Ah, Schritt. Achso, klar. Er hat eine Beere. Ist das dein Ernst jetzt? Okay, komm, eine Kopfnuss noch. Ah, eine Kopfnuss. Ein Tackle, okay. So, er hat unsere Werte sinken lassen. Warum wechsle ich doch lieber mal eben aus? Weil ich glaube, so eine Kopfnuss hätte böse enden können. Also, Kamaup erreicht immerhin Level 15. Nicht verkehrt, aber wie gesagt, ich würde gerne unseren Bauern, also unseren Damirplex, auch noch auf 18 bringen. Und dann die nächsten Schritte planen. Wobei, da gibt es nicht viel zu planen. Wir haben eine Arena vor uns. Oder noch ein bisschen Training. Bitte bis zu den nächsten Tagen, dann, wenn ich wieder spiele, mich zu entscheiden. Also, es könnte doch jetzt eigentlich einfach schon reichen, dieser eine Kampf, oder? Ja, ein Tackle. War guter Schaden. Kommen jetzt noch ein zweiter Tackle und dann Level 18 und dann sind wir doch. Es ist natürlich paralysiert. Ah, macht es doch nicht unnötig. Das ist eben Volltreffer? Gegen die Angriff von den Achornärens Angriff gesunken, sehr oft. Aber gut, komm. Und? Oh, es fehlt immer noch ein bisschen was, okay. Bam, dann noch ein zweites Pokémon. Wieder ein Vati. Nee, Geradax. Das haben wir wieder. So, erstmal den Bedroher wieder drauf. Akamaup. Hat sich wenigstens stark, also gut entwickelt, so vom Level her. Und an sich, wir haben auch mit, ne, hier unseren Damirplex, die gute Kombination mit Hypnose und Bedroher. Und geht ja wirklich zu nerven. Das muss man ja einfach mal auch fairerweise dazu sagen, ne? So, da haben wir die Level 18 Marke auch geknackt. Und wie gesagt, ich würde jetzt sagen, ich beende die Folge, ich hoffe, ich habe das nächste Mal wieder ein bisschen und ciao.